Sie wünschen, wir spielen. Das ist eine noch immer gebräuchliche Redewendung, war aber ursprünglich der Titel des über viele Jahrzehnte im Regionalradio laufenden Wunschkonzertes. Das hat man 1979 auch versucht, ins Fernsehen zu übernehmen. Moderiert haben dabei Ö3-Urgestein Meinrad Nell, den wir vorhin schon gesehen haben, und jener Mann, den ich aus der Kasperlpost noch gut in Erinnerung habe, Peter Machatsch. Den Geschmack des Publikums erfragt hat die Fernsehansagerin Christa Stampfer und es gab auch eine Pilotsendung, also eine Probesendung dazu. Die hat Peter Rapp gemacht. Wir wollen Ihnen diese Rarität nicht vorenthalten, bitten Sie aber, die Bildfehler dabei zu entschuldigen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dies ist also die neue Sendereihe, die einzig und ausschließlich nach Ihren Wünschen gestaltet wird. Sie haben drei Möglichkeiten, hier am Programm teilzunehmen. Entweder Sie treffen Christa Stampfer auf der Straße, dann wird schon am Abend Ihr Wunsch in Erfüllung gehen, Ihr Fernsehwunsch. Oder aber Sie schicken uns auf einer Postkarte einen Spezialwunsch, wenn Sie zum Beispiel Hans Albers in einer besonderen Rolle sehen wollen oder noch einmal die Mondlandung oder den Staatsvertrag. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, eine Wunschliste, wo Sie anhaken und uns das schicken und wir suchen für Sie aus, was es denn sein soll. Natürlich darf kein Beitrag viel länger als 3 Minuten dauern, denn es soll ja ein sehr buntes Programm werden. Was wünschen Sie sich heute Abend im Fernsehen? Heute Abend, Franz Klammer. An dieser Stelle nimmt unsere Sendung fast Hitparaden-ähnlichen Charakter an, denn all das sind Postkartenwünsche, die nur einen Mann hier in der Sendung hören wollten, Udo Jürgens. Bitte sehr, in Ihrem, in meinem, in unserem Programm, jetzt Udo Jürgens mit dem Titel Zeig mir den Platz an der Sonne. Zeig mir den Platz an der Sonne, wo alle Menschen sich verstehen. Liebe allein ist die Sonne, drum darf die Liebe nie untergehen. Ich hätte, schreibt Frau Mathilde Berger weiter, einen Spezialwunsch, den vielleicht mehrere mit Ihnen teilen würden. Jochen Rindt einmal im Fernsehen zu sehen. Von ihm wird nämlich in letzter Zeit überhaupt nichts mehr gezeigt. Also diesen Spezialwunsch, den können wir erfüllen und dafür drehen wir das Rad der Zeit um genau 10 Jahre zurück in das Jahr 1969. Am 30. Dezember präsentierte in unserem Studio in der Maxingstraße Kurt Jeschko seinen Sportjahresblick 69. Neben Ilona Gusenbauer war auch Jochen Rindt im Studio. Und der schönste Erfolg in dem Jahr war natürlich... Sicher, war ganz klein. Drück mal da auf den magischen Knopf. Den magischen Knopf. Dann mal schauen, ob es funktioniert auf unserem Monitor. Und da wird er abgewunken. Jochen Rindts erster Sieg in einem Grand Prix. Das war ein schönes Gefühl. Ich habe mich ja nicht getraut zu denken, dass ich das jetzt gewinnen werde, weil man dachte, sicher wird jetzt irgendwas losgehen. Das Benzin geht aus oder der Radl fliegt weg oder irgendwas. Das war ja nicht das erste Mal gewesen. Ne? Nee, eben. Schlechte Erfahrungen. Aber ich habe mir wenigstens das richtige Rennen ausgesucht. Ja, es war eines der höchstdotierten, nicht? Auf alle Fälle. Das höchste Grand Prix jemals. Jemals? Wie viel waren das? Wie viel Dollar? Naja, 50.000 Dollar, aber die kriegt leider nicht alle ich. Da sind also ein paar Leute mit dabei, beteiligt. Ja, ich würde sagen, back zurück zu Christa auf den Blumenmarkt. Ein Wunsch müsste ja eigentlich noch offen sein. Um 8.30 Uhr werden die Tore geschlossen. Die Hauptarbeit in der Halle ist vorbei. Ja, das stimmt auch, wenn man schon zeitig aufstehen muss in der Früh, ne? Und dann eben alles auf 2-3 Stunden alles konzentriert ist, der ganze Verkauf. Was machen Sie sonst noch, außer hier verkaufen? Ja, wir haben zu Hause Gärtnerei. Die produzierte Ware, die führen wir dann daher, was wir selbst produzieren. Herr John hatte heute Glück. Seine Regale sind fast leer. Anderen ging es nicht so gut. Sie müssen einen Großteil Ihrer Ware wieder einpacken. Ich hoffe, Sie haben sich etwas Nettes aus der Liste ausgesucht. Was ist es denn? Ja, und zwar ist das der Roger Wiedecker.
mit Mexico Whistler. Mit dem Mexican Whistler, ja. Roger Whittaker, machen wir gerne für Sie. Und jetzt sind Sie wieder dran, ich meine, mit unserem Postkartenwunsch. Mit Nummer 1, Lale Andersen. Dann haben wir mit Nummer 2 einen Ausschnitt aus dem Musical Gigi vorbereitet. Mit Nummer 3 die berühmte Blumen-Arie aus der Oper Carmen mit dem spanischen Tenor Placido Domingo. Mit Nummer 4 eine alte Bekannte, Lolita. Mit Nummer 5 Hot Doggers, das sind Ski-Akrobaten und bei denen gibt es sogar schon eine Weltmeisterschaft. Mit Nummer 6 für die Fußballfans, Elfmeterschießen zwischen Austria Wien und Dynamo Moskau. Mit Nummer 7 das Duett Mädel Fein, Mädel Klein aus der Operette Graf von Luxemburg. Nummer 8 Folklore aus Kufstein. Und bei Nummer 9 für unsere jungen Rockfans die Gruppe Kiss mit Hard Luck Woman. Und mit Nummer 10 den James Last Live in London. Soweit unsere Liste für die Postkartenwünsche. Es reicht, wie gesagt, wenn Sie bloß die Nummer des Beitrages, den Sie gerne sehen mögen, auf die Postkarte schreiben.